Nach Hübler, Novka hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Escape from Tarkov Video. Halt, stopp! Bevor das normale Video losgeht, wollte ich euch bloß kurz erklären, warum im Titel Neuigkeiten steht. Und zwar geht es darum, dass ich seit für euch gestern Partner bei streambeans.io bin. Und ich wollte euch das Ganze einfach mal kurz vorstellen, dass ihr darüber ein bisschen mehr Bescheid wisst. Dafür ganz kurz, was genau ist StreamBeans? Das Ganze ist eine Art Payback-System für Twitch. Das bedeutet, sobald ihr bei mir im Stream oder bei anderen Partner-Streamern von StreamBeans im Twitch-Stream live dabei seid und zuschaut, sammelt ihr einfach nur übers Zuschauen Bohnen oder Beans, wie auch immer. Quasi genauso wie bei mir meine tollen Ehre-Punkte, mit denen ihr dann da in der Rangliste aufsteigen könnt. Aber diese Beans, die bringen euch tatsächlich was, denn diese könnt ihr beim Sammeln, also nachdem ihr sie gesammelt habt, dann gegen verschiedenste Dinge eintauschen oder Vergünstigungen auf bestimmte Dinge erhalten, wie zum Beispiel hier das Gedragt XXL Gaming Mauspad statt für 17 Euro kriegt ihr es für 10 Euro und halt 400 Bohnen. Aber es gibt nicht nur Hardware, es gibt auch noch In-Game-Currencies bzw. irgendwelche Launcher-Guthaben und sowas, wie zum Beispiel Steam Origin. Ihr seht's ja, dann kann man sich hier Game-Keys organisieren oder irgendwelche speziellen Dinge, die gerade leider nicht verfügbar sind. Aber das wird sich in nächster Zeit ändern, denn ich habe ja mit den Leuten von StreamBeans gesprochen und die konnten mir versichern, dass sich da in nächster Zeit sehr, sehr viel tun wird und ziemlich viel cooler neuer Scheiß reinkommt. Und das Ding ist, ihr könnt mit diesen Bohnen, wenn ihr sie gesammelt habt, geht ihr einfach auf die Seite streambeans.io. Dann habt ihr hier eine Art Goldtopf, das ist quasi so eine Art Schwebekonto, wenn ihr so wollt. Angenommen, ihr seid jetzt, keine Ahnung, eine Stunde lang bei mir im Channel unterwegs. Das sind 60 Minuten, in der Zeit hättet ihr dann 6 Bohnen gesammelt, denn ihr bekommt alle 10 Minuten eine Bohne. Dann würdet ihr jetzt 10 von 100 stehen. Ihr klickt auf Einsammeln und sie werden eurem normalen, richtigen StreamBeans-Konto hinzugefügt. Des Weiteren gibt es natürlich noch Daily-Quests, sage ich mal, die man jeden Tag aufs Neue machen kann. Beispielsweise hier schreibe in einem aktiven StreamBeans-Partnerkanal Hallo, Moin, Servus oder Grüzi und schon habt ihr eine Bohne bekommen. Die müsst ihr dann halt hier nur einlösen und dann kriegt ihr die auch. Ja, das war eigentlich so das Wichtigste zu StreamBeans. Boah, ich kann wieder nicht reden. Ihr kennt das ja, das Wichtigste zu StreamBeans. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ja, geil. Würde ich so befürworten. Oder ob ihr das nutzen möchtet. Weil ich finde es eigentlich echt eine coole Sache. So habt ihr wenigstens ein bisschen was davon, wenn ihr mir zuschaut. Beziehungsweise auch den anderen StreamBeans-Kanälen. Von daher, wie gesagt, würde ich euch bitten, das Ganze einfach mal zu bewerten. Konstruktiv natürlich. Aber das ist noch nicht alles. Denn zurzeit hostet StreamBeans in Verbindung mit SteelSeries noch ein richtig schönes Giveaway. Die Hauptpreise sind ein Wireless-Headset von SteelSeries, die Apex M750, die Rival 600, eine sehr geile Maus übrigens, und ein richtig schönes Mauspad. Da könnt ihr auch sehr gerne teilnehmen. Dazu müsst ihr eigentlich nicht viel machen, außer ein paar Sachen followen. Und dann könnt ihr euch demnächst vielleicht über eine schicke neue Tastatur oder ein neues Mauspad, eine neue Maus oder ein Headset freuen. Wer weiß. Gut, das war es dann auf jeden Fall soweit von mir. Wie gesagt, schreibt mir bitte gerne drunter, was ihr davon haltet. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren. Und jetzt habe ich euch genug von EFT entfernt. Abgehalten, wie auch immer. Ich habe mich genug aufgehalten, so, jetzt habe ich's. Viel Spaß mit dem Video. Wie ihr sehen könnt, sind wir auf Wurz unterwegs. Mit dabei eine schöne Mosin Sniper Rifle. Meine absolute Hasswaffe in diesem Game. Jeder, der hin und wieder mal bei meinen Streams dabei ist, der weiß warum. So, meine Aufgabe hier ist es jetzt aus dem Sägewerk diesen wunderschönen geheimen Koffer zu holen, beziehungsweise zu bergen und ihn dann vermutlich Skier zu überreichen. Wenn ich es nicht tue,
kriege ich bei ihm 0,3 Punkte Reputationsabzug und da habe ich nicht so Bock drauf unbedingt. Deswegen, ja, geben wir ihm das lieber. Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist. Außerdem will ich hier so schnell wie möglich auf Level 2 kriegen. Damit ich mir das TT 10.000 endlich normal kaufen kann. Okay, wir haben schon Scav Agro. Hey, Bro. Der ist gedroppt. So, hier haben wir nichts Geiles. Die Komplex dürfen da ruhig liegen bleiben. So, was hast du Schönes für uns? Eine Pistole. Eine PM Fredded? Jo. Dann habe ich zumindest was für Nahkampf. Auch wenn es so eine Macke auf ist, aber hey. So, hast du noch was Schönes in den Taschen? Eine dicke Wintermütze hat er auch noch. Und das war's. Gut, dann packen wir gar nicht lange. Schnell ins Sägewerk. Das Ding holen. Und raus. Oh, da vorne läuft. Ins Gef, schätze ich mal. Da links läuft noch einer. Oder lief. Keine Ahnung, wo der jetzt schon hin ist. Da. Nee. Ist nur ein Busch. Da. Er ist aber schnell durchs Bild gerannt. Aber nicht das Problem. Auch den kriegen wir schnell weggetappt. Hey, jetzt rennt er wieder hoch. Will er mich verarschen? So, weg mit dir. Ich glaube, ich gehe mir gleich mal seinen Rucksack snacken. Und dann mal gucken, wo der andere hier war. Ein Schotti. 303. Ja, brauche ich auch noch später. So, das Ding nehmen wir auch mit. So. Uah! Aua. Zwei Hits hat er schon. Drei Hits. Hier. Alter. Warum hält er so viel aus? Ist doch nicht wahr. Blutig? Nö. Mein Bein ist trotzdem hinüber. I don't feel so good. Aber immerhin nur mein Bein, nicht meine Arme. So, mal schauen, ob ich denn jetzt mein Köfferchen hier holen darf. Ungestört. Okay, da oben geht ab. Hier drin steppt auch irgendwo. Boom, Headshot. Ciao, my friend. So, hier müsste das liegen, ne? Ja, da liegt da. Ah, ne, ist doch kein Koffer. Nur so ein Dokumentendings. So, haben wir. Nehmen wir noch ein bisschen Tee mit für unterwegs. Was hast du noch Schönes? Eine Makarov, Sonnenbrille. Und noch ein bisschen Essen. Ist egal, ich nehme den Duffel einfach mit. Was soll's. Alles klar. Ah ja, den Safe kann ich noch looten. Ich glaube zwar nicht, dass was Krasses drin ist, aber naja, 1000 Rubel. Schöne Nade. Oh, noch eine schönere Nade. Alles klar. So, dann. Abmarsch! Es wird dann wohl eine etwas kürzere Folge.
zumindest gameplaymäßig. Der Kern der ganzen Sache hier ist ja jetzt mehr oder weniger meine Partnerschaft mit Streambeans. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das genauso positiv seht wie ich. Weil an für sich ist es ja überhaupt nichts Schlechtes. Und gerade für euch ist das ja dann doch nochmal was anderes als für mich, weil im Moment habt ihr ja so gar nichts davon, wenn ihr meinen Stream zuschaut. Außer, dass ihr vielleicht eventuell unterhalten werdet. Shut the fuck up. Ja. Ich denke, ich habe dazu eigentlich mehr oder weniger alles gesagt. Und das würde mich echt freuen, wenn ihr das nutzen würdet. Also nur, wenn ihr wollt natürlich. Alles euch überlassen. So. Her damit. Die Armor nehmen wir auch mit. Blaues Tape nehmen wir auch mit. Und 10.000 Rubel nehmen wir auch gerne mit. So, dann jetzt zum Exit. Der nächste weg. Aua, ja, Pendulum aufgehört, ich weiß. Tut mir ja sorry. So, mein Bildschirm ist komplett blurry. Der hat ja eine schicke Armor. Oh, es war ein Skeptplayer. Läuft bei ihm. Sorry, Bro. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob der Exit offen ist. Ich hoffe es. Würde ich schon ziemlich geil finden. Aber sieht irgendwie nicht so danach aus. Nee, Licht ist aus, alles klar. Na dann, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Walking Simulator 2019. Gibt nicht so wirklich viel Neuerung. Ein bisschen neues Equipment, was man tragen kann, aber die Grafik ist immer noch dieselbe. Und gameplaymäßig hat sich auch nicht viel verändert. Außer, dass es jetzt noch den neuen kaputtes Bein-Modus gibt, natürlich, ne? Dass man nur maximal 3 Schritte sprinten darf. Bevor man seinem Charakter wehtut. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir versuchen ja stets, unseren PMC hier wunderbar zu behandeln. So, als wenn er hier quasi in einem 5-Sterne-Abenteuerurlaub wäre. Abenteuer erlebt er hier definitiv in Tarkov. Aber manchmal kann es halt schon sein, dass man sich da den ein oder anderen Kratzer einfängt, ne? Aber ich meine, die wussten das alle die wussten das alle vorher, worauf sie sich da eingelassen haben. Von daher braucht man sich da jetzt nicht so krass für rechtfertigen. So, weil unser Charakter ein richtig harter Hund ist, sprinten wir gleich zum Exit, sobald die Ausdauer hier voll ist, um Stressresistenz noch ein bisschen zu leveln. Das gefällt dir, wa? Guck mal, gleich geschafft. Mega nice. First try. Die Quest geschafft. Damit sind wir raus. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, Telefon und so. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr wie immer sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und vergesst natürlich nicht, mir eure Gedanken zum Thema Streambeans in die Kommentare zu schreiben. Gut, dann bin ich soweit raus. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.